So, und da sind wir auch schon wieder hier zurück im Caster-Studio, wollte ich gerade schon sagen. Das wäre schön, du, das wäre Das schön. wäre schön, ein Caster-Studio. Aber wir sind ja noch bei sehr, sehr vielen Sachen, vor allem was solche technischen Sachen angeht, im Aufbau. Und ja, wir bei eSports Koblenz haben natürlich auch den Anspruch, dass wir es vielleicht irgendwann mal hinbekommen, dass wir uns nebeneinander setzen und zusammen casten. Und ich sehe gerade, dass noch mehr ja, Ergebnisse hier reinkommen. Aber wir wollten ganz kurz mal vielleicht auf uns mehr eingehen. Denn viele kennen hier vielleicht eSports Koblenz noch gar nicht, auch wenn wir hier auf dem Channel sind. Aber eben viele Mannschaften haben vielleicht von uns das erste Mal gehört. Ja, vielleicht erzählst du mal was zu uns, Stefan. Sven. Ja, Stefan. ich bin übrigens Sven, aka Stefan, aka Eskal. Wir sind natürlich hier bei eSports Koblenz meistens mit regionalen Teams auch einfach am Start, weil wir versuchen nämlich auch neben dieser ganzen Gaming-Session zu versuchen, uns einfach mal privat auch zu treffen. Klar, Corona schränkt dann immer einiges mit ein, aber genau das soll natürlich der Sinn und Zweck sein, dass man uns virtuell hier ein bisschen austauscht. Das heißt, wir werden hier einfach ja, in verschiedenen Spielen, in der Community einfach mal abends zusammen daddeln. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, aber auch eben schon mehrere Teams in großen Spielen vertreten, die einfach hier bei uns in den Ligen aktiv sind, wie bei League of Legends in der Prime League, wo wir mittlerweile 7 Teams stellen können, bei Rocket League selber, was ihr jetzt eben auch so ein bisschen mitbekommen habt, die Echo Kodiaqs, die Grizzlies, natürlich die Pandas, die auch hier sind. Der Tobi ist, wie gesagt, auch einer davon. Also ihr seht, wir sind hier auch in doppelter Montur. Der Tobi macht gerne Caster, macht eben auch hier den guten Spieler und Team-Captain. Also falls ihr Bock habt, einfach mal natürlich auch selbst an eurem Niveau vielleicht zu wachsen oder regional aus Koblenz kommt und einfach mal mit Leuten zusammen zocken wollt, egal welche Altersklasse, joint gerne auch diesen Discord-Server hier. Haut einfach mal ja, Ausrufezeichen Discord hier rein und ihr seht quasi schon, wo wir mit aktiv sind. Wir sind hier wirklich für jede gute Seele offen und hoffen natürlich, dass wir uns bald auch einfach mal vielleicht in der E-Sports-Bar zusammensetzen können und einfach mal entspannt einen Abend genießen. Genau, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt Interesse habt, komplett in die Community mit einzutreten, ist natürlich immer ratsam. Bleibt ruhig bei uns auf dem Discord drauf, jetzt auch nach dem Turnier. Wir haben immer Informationen, sei es zu einem einzelnen Turnier oder einfache Turniere, die wir hier veranstalten. Oder vielleicht habt ihr auch mal Bock oder sucht jemanden abends zum Zocken. Sei es League of Legends, sei es Rocket League, sei es CSGO. Wir haben eigentlich immer alles dabei, auch Spiele, die ich jetzt nicht genannt habe. Und versuchen auch natürlich Turniere in den verschiedensten Formaten anzugeben. So, ja, ich gehe mal einmal kurz nochmal auf unser Bracket-System ein, denn es hat sich ein bisschen was getan. Leider nicht in unserem Spiel. Das heißt, Team Aufschluck, beziehungsweise wir würden Winner Bracket 3.2 als nächstes casten und hier fehlt einfach noch der Gegner zu Team Aufschluck. Lightspeed bzw. Uni eSport Dortmund sollten hier ja bald mit einem Ergebnis kommen, sodass wir dann auch unser Gegnerteam sehen und wir dann auch die Lobby vorbereiten können. Aber wir können währenddessen gerne mal aufs Lower Bracket sehen, denn ist natürlich bitter, wir sind meistens mit dem Stream im Upper Bracket, hat einfach was damit zu tun, dass ja dort gleichzeitig gespielt wird und wir uns entscheiden müssen. Und ja, da ist aus der Logik heraus sind wir eher im Upper Bracket unterwegs. Nichtsdestotrotz werden wir bei 5.1 ins Lower Bracket mit einsteigen und somit noch 2 Spiele im Lower Bracket sehen, wer dann quasi im Grand Final aus dem Lower Bracket aufsteigt wieder. Ja, so ist es. Wir haben schon einige starke Teams jetzt auch gesehen, die sich jetzt eben nach unten verabschiedet haben. Und trotz alledem bin ich auch gespannt, weil ich glaube, auch da werden heikle Partien weiter stattfinden. Auch im Winner-Bracket kommen natürlich jetzt so langsam ja, die Giganten da raus, die sich jetzt hier schon in 2 Spielen durchsetzen konnten. Und somit haben wir die Möglichkeit, jetzt auch im nächsten Game schon eine sehr, sehr hohe, ja, Partie zu sehen, die sich dann in Richtung, ja, Grand Final quasi begeben wird. Beziehungsweise erstmal das Bracket Final von Winner-Bracket. Genau, also nach dem Winner Bracket Final haben wir natürlich den Vorteil von dem Winner Bracket Team, dass dann eine kurze Pause ist, man sich nochmal ordnen kann, danach vielleicht nochmal einmal kurz ins Training reinhuschen kann und sich wieder vorbereiten kann. Wir spielen meines Wissens nach ohne Reset, das heißt, wir werden am Schluss nach jetzigem Stand ein Best of 5 spielen. Das werden dann auch die 2 Grand-Finalisten mitbekommen. Und so dass wir da einen geordneten Abschluss finden, aber eben kein Rank, kein Bracket Reset wird er genannt, genau.
der komplette Vorteil sollte daraus liefern, dass eben das Winner-Bracket-Team ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hat auf das letzte Spiel. Ja, Tobi, was ist eigentlich so das Spannende heute an dem Turnier? Wer kann denn überhaupt heute bei den Plätzen X gewinnen? Was ist denn da drin? Stimmt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Also wir haben hier ordentlich wieder was vorbereitet. Ich kann hier einmal auf Informationen gehen. Und dann sehen wir auch schon die Preise. Also wir haben Rocket League Credits, ich glaube im Gesamt, also wenn man es mal umrechnen würde, sollten es gesamt circa 60 € sein. Also ist ordentlich was, was wir hier auf den Kopf hauen, um eben auch ordentlich Preise auszuschütten. Das heißt, der dritte Platz kriegt bei uns 1500 Rocket League Credits, der zweite Platz 2500 Rocket League Credits und der erste Platz 4700 Rocket League Credits. Schon eine ganz schöne Menge Holz. Also bei dem, was ich so sehe, aktuell haben wir natürlich auch sehr, sehr coole Items oder auch Rocket Pass Gegebenheiten, die man sich natürlich so mitholen kann. Also vielleicht ist der ein oder andere natürlich daran interessiert. Wenn ich jetzt gerade bei mir den Shop mal öffne, habe ich hier direkt das Drachenduell quasi. Also ich bin gespannt, wer sich hier die Coins am Ende rausholt. Definitiv. Ist natürlich ein bisschen bitter, dass die oberen beiden Plätze nicht durch drei teilbar sind, aber ich denke, da können die Teams sich irgendwie schon einig werden. Ist halt einfach aus Gründen so. Und ja, falls da noch jemand beschweren will, gerne. Ich weiß, wie ich es abblocken kann. Aber wir haben nebenbei schon Informationen, wer denn hier als nächstes in unserem Bracket weiterkommt. Denn wir haben ein 2:0 von den Dortmundern. Das heißt, Uni eSports Dortmund hat hier jetzt ja, den Fortschritt ins Winner Bracket 3.2 und somit werden wir Teamaufschluck gegen Uni eSports Dortmund sehen. So ist es. Ich bin auch gerade schon dabei, wieder nebenbei die Lobby für die Team-Captains zu erstellen. Das heißt, gleich können wir da dementsprechend noch wieder reingehen. Wir haben ja jetzt eine lange Pause hier schon mal gemacht. Das kann nun mal passieren, je nachdem, wie die Teams sich eben gefunden haben, wie schnell die Lobby erstellt ist oder wie schnell sie auch hier das Team bzw. das Spiel für sich gewinnen. Genau, an die anderen Teams geht natürlich jetzt auch raus, wenn ihr hier zuguckt. Ihr könnt auch gerne schon anfangen. Das heißt, wir werden das Winner Bracket 3.2 streamen und alle anderen können auch gerne schon mit der Runde weiter fortsetzen. Let's go, viel Glück natürlich auch weiterhin. Also ich bin gespannt, wen wir hier am Ende dann doch nochmal gleich in die spannenderen Partie sehen. Wie gesagt, jetzt geht's gleich Teamaufschlag gegen Uni eSports Dortmund, die sich eben den Platz erkämpfen wollen gegen das Winner bzw. für das Winner Bracket Final. Also wird schon eng dahin. Ja, also genau, es spitzt sich so langsam zu. Wir sehen immer mehr, wer rausfliegt, beziehungsweise wir sehen auch, bei wem es Richtung Grand Final geht. Und ja, ich denke, wir sind hier schon hoch dabei. Also so die Teams, die ich bisher gesehen habe, die schon rausgeflogen sind, gegen die Teams, die wir jetzt sehen, da erwarte ich auf jeden Fall jetzt wieder hohes Gameplay. Definitiv, also ich bin auch gespannt. Uni eSports Dortmund habe ich bisher auch noch nicht sehen können, habe sie nur manchmal in der Teilnahme auch gesehen. Also ich bin gespannt, wie sie sich jetzt hier vielleicht auch durchsetzen. Gleichzeitig natürlich auch Team Aufschlug, die auch eine oder das andere Team von unserer Seite, also von den ja, eSports-Teams von Koblenz, schlagen konnten. Und somit, ja, wird das hier wahrscheinlich ein extrem geiles Game. Ja, also bei mir ist noch nicht aktualisiert, doch jetzt. Natürlich müssen wir auch achten, dass wir hier Dortmund genug Zeit geben, sich vielleicht nochmal ein ganz bisschen zu erholen, denn gerade erst kamen die Ergebnisse rein. Wir gehen ganz, ganz, ganz fix nochmal in eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns sofort wieder. So, wie versprochen, nur eine ganz, ganz kurze Pause. Man hört es vielleicht hinten dran schon an meinem Game Sound. Wir sind quasi auch schon in der Vorbereitung, in der Lobby drinne. Und ja, es wird hier auch schon so halb gejoint. Von mir aus kann es auch schon losgehen. Ich bin noch ganz, ganz kurz in der Vorbereitung drinne. Ja, wir geben ein Go, damit es auch losgehen kann. Wunderbar, und damit ist hier eine sehr, sehr große Partie, die wir jetzt sehen können. Uni eSports Dortmund gegen Team Aufschlug. Auch hier, wir sind natürlich noch im Best of 3. Die nächsten Games werden wir dann im Best of 5 nochmal sehen. Also ein bisschen mehr Playtime für die verschiedenen Teams. Aber jetzt soll es erstmal hier drum gehen, wer sich denn das erste Plätzchen sammeln kann bzw. sichern kann für das Winner Bracket Final.
Und hier ist schon, ja, die Möglichkeit da gewesen. Auch wunderbare Namen wieder dabei. Grobes Wiwowski, das muss man erstmal hinkriegen. Team Aufschluck hat echt Lust gehabt, die Caster zu ärgern. Aber hier war ein Open Goal und dieses Open Goal könnte hier direkt Uni eSports für sich schnappen. 1:0 nach 30 Sekunden durch E-Maler, der da keine Gegenwehr hat und ganz locker easy das Türchen reinsemmelt. Also, ich bin gespannt. Wir haben die Möglichkeit natürlich hier im ersten Game erstmal natürlich die Leute wieder gegenseitig kennenzulernen. Wir haben beide Teams im Stream noch nicht gesehen, können noch keine große Einschätzung machen, aber beide Teams müssen ja zumindest schon mal 2 Siege für sich ergattert haben. Genau, auch gegen gar nicht so unnamhafte Teams. Also, aber wir sehen es hier jetzt auch, da war eben jetzt gerade ein Schnitzer drin und das wird auch sofort bestraft. Also, Fehler werden hier auf jeden Fall ausgenutzt. Ja, hier muss man auch definitiv aufpassen, das war jetzt ein gefährlicher Clear. Aber Grobi kriegt den nochmals geclearet, aber der Druck ist immer noch aufrecht. Und damit Team Aufschlug die Möglichkeit, Karitz setzt nochmal nach außen. Aber Grobi ist da, hat jetzt ein bisschen Platz, aber Emala kann nochmal facen. Und Stefan setzt vielleicht was für Mitty auf. Nein, das war ein schöner 50. Nochmal für Team Aufschluck. Zu den äußeren Corner. Da ist ein kleiner Mist drin, der jetzt sehr, sehr gefährlich wird. Also man kann hier was aufsetzen, wenn man hier nochmal in die Mitte kriegt. Aber Mitty ist da schneller. Und somit hat er nochmal das Schlimmste verhindert für Uni eSports Dortmund. Mal die Möglichkeit, noch was oben zu setzen. Da ist aber kein Follow-up da und damit kann Karitz den Ball aber, oh, ich wollte schon sagen, gefährlich da nur nach vorne gebracht hat. Die Möglichkeit ist nochmal da, über den Corner zu gehen. Aber hier setzt sich weiterhin Uni eSports in der Defense durch. Oh, und das war eigentlich ein schöner Read. Konnte da direkt den Ball stehlen von Uni eSports. Wer hat da das Ganze für sich gemacht? Diesmal war es Grobi, der den Ball nicht gut kontrollieren konnte. Und der Maler war deutlich schneller, kann hier einen richtigen Bounce reinsetzen und haut das Ding hier in den Space rein. Also, 2:0, die Führung wird größer. Team Aufschlug scheint hier das erste Game, Uni eSports scheint das erste Game für sich erstmal nach vorne zu gehen. Ja, ist eher ein durchmischtes Game momentan. Aber jetzt sehen wir hier ein ganz knappes Ei. Das ganz knappe Ei, was öfter mal vorbeischaut. Gerade bei Rocket League, wenn man dann out of rotation ist, dann passieren da ganz komische random Dinge. Sowas wie hier nämlich, mit dem Anspiel von Grobi zu Mitty, der glaube ich nicht genau das geplant hatte. Und es war schon wieder ein Redirect von Emala, von Uni eSports, hier bisher das Ganze etwas cleaner machen als Team Aufschluck. Ja, und tatsächlich sieht man jetzt auch ein bisschen ein Umschaltspiel. Also jetzt wird ein bisschen defensiver gespielt. Ich meine, mit einer 2-0-Führung kann man das auch auf jeden Fall machen. Spielt man auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, finde ich. Das ist richtig. Jetzt hat Grobi nochmal die Möglichkeit, klärt ihn eher nach hinten. Der Steffmann ist da, bringt ihn aber hoch. Karitz ist ein bisschen langsam, kriegt ihn damit nicht gut kontrolliert. Und Grobi verlängert ihn nochmal. Also hier wird das Ganze im Mittelfeld relativ schnell entschieden, wer hier den Space für sich gewinnt. So, jetzt immer da nochmal mit einem schönen Pass. Bisschen lucky, aber da war ein Double-Commit in der Luft. Somit konnte der Ball nicht kontrolliert werden. Und ein schöner Clear von Team Aufschluck. Karitz mit der Weihnachtsmütze. Auch hier wieder wunderbar angepasst an das heutige Adventsturnier. Das gefällt mir doch sehr gut. Sympathie ist am Start. Und hier aber ein starker Schuss aufs Tor, aber Karitz hier auch sehr, sehr gut mit dem Save. Oh, aber hier der Mist. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, gut, aber auch hier waren eben noch beide anderen Spieler in der Verteidigung. Da war man nur zum Block da, aber der Ball wird hier von Mixed T auf den kurzen Pfosten reingenagelt. Also jetzt kann man hier noch aufschließen auf ein 2-1. Und ja, somit Dortmund vielleicht nochmal ein bisschen in Zugzwang. Ja, Team Aufschlug will nämlich hier auch noch mitspielen, weil es geht hier auch schon, wie gesagt, in Richtung des Grand Finals nach hier. Naja, Team Aufschlug 1:2 noch hinten aktuell. Uni eSports konnte sich die erste Hälfte hier dominierend nach vorne setzen. 1 Minute 20 haben wir hier noch. Bin mal gespannt, was hier aufgesetzt wird. Da geht man schon für einen kleinen Demo, aber Emala ist da und kriegt das gerade noch so gesaved. Das war knapp. Team Aufschlug hätte hier fast den Ausgleich geschafft. Mit X-Mitty, wollte ich gerade sagen, ist oben. Ein sehr, sehr starker Save hier, also der war gegen die Fahrtrichtung, also da den noch auf Seite zu legen, ohne dass man da direkt den Gegner wieder einen Ball hinlegt, ist schon sehr, sehr schwierig, aber sehr, sehr gut gelöst und wir sehen hier, wird auf jeden Fall schnell drauf wieder agiert.
Also, hier ist noch alles drin in dem Spiel. Definitiv. Und wir sind gerade mal im ersten Game. Wir haben es oft genug schon erwähnt. Die Jungs müssen sich erstmal aufeinander einstellen. Und ich glaube, sobald das zweite Game hier eingeläutet wird, werden wir nochmal ganz andere Plays sehen dürfen. Imala jetzt aber schön was aufgesetzt. Nochmal über den anderen Spieler drüber gesetzt. Bringt ihn auch nochmal sogar in die Mitte. Und der Mist von Grobi macht das Ganze offen. Und Metzi Moon kann sich hier durchsetzen. Der Grand Champion im Titel. Und macht hier das 3:1 für Uni eSports Dortmund. Jetzt wird es sehr, sehr eng. 24 Sekunden haben wir noch, erste Game. Naja, durchschnauben, vielleicht kommt Team Aufschlug ja nochmal dran. Oh, das Goal ist offen, aber jemand kann das hier für sich entscheiden. Grobi ist aber auch da. Versucht ihn nochmal rüberzusetzen für sein Team. Karitz kommt da zum Glück nochmal angesegelt. Und kann für die Dortmund einiges verhindern. Jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht nach außen. Ein schöner Pass ist sehr, sehr hoch gelungen. Imala hat aber das Ganze schon lesen können. Grobi versucht aber hier nochmal alles rauszuholen. Team Aufschlug, ja, schafft es aber nicht mehr. Und damit ein GG hier für das erste Game. Sehr, sehr schön. Uni eSports Dortmund hat sich mit einem 3:1 durchsetzen können. Und somit starten wir natürlich immer noch, wie gesagt, im Best of 3. Im ersten Game für Uni eSports mit einem kleinen mentalen Boost und einem 1:0. Also das nächste Game ist schon ein Matchballspiel. Team Aufschlug möchte sich hier wohl noch ein bisschen sammeln, nochmal kurz ja, Recap ziehen. Was ist denn gerade passiert? Die Möglichkeit ist natürlich für Uni eSports Dortmund auch noch da, ebenfalls sich nochmal vielleicht einen Auswechselspieler mit reinzuziehen, um einfach ja, nochmal mehr die Dominanz zu zeigen. Aber ich glaube, Team Aufschlug wird jetzt nochmal die ganzen Reserven hier rausholen, um weiterhin natürlich dran zu bleiben. Also von beiden Teams, wir sehen es auch innerhalb der Stats, sind viele Dinge passiert, viele Saves, viele Schüsse. Da war Uni eSports Dortmund natürlich ein bisschen aggressiver, aber Team Aufschlug konnte da durch die Defense, die stand sehr solide hinten, natürlich einiges Gutes verhindern. Vielleicht wird das Ganze jetzt durch die Rotation natürlich etwas umgesetzt. Weil das ist der Keypunkt, wer hier deutlich schneller rotiert, hat natürlich mehr Möglichkeiten, Space für sich zu gewinnen und loszulegen. So. Ja, ich musste gerade eben kurz mal checken. Wir sind natürlich nebenbei noch in weiteren Spielen hier drinne. Und das muss auch irgendwie geregelt werden. Ja, also war auch ein spannendes Spiel, das hier nochmal auf ein 2:1 verkürzt wurde. Und wir hoffen natürlich, dass es jetzt genauso spannend bleibt, beziehungsweise, dass vielleicht jetzt mal die Dortmunder eher in Zugzwang kommen. Das ist richtig, weil bisher konnten sie gut aufspielen, haben am Ende das Ganze ein bisschen auch vielleicht lockerer gesehen, aber Team Aufschlug ist hier, glaube ich, für die ein oder andere Überraschung definitiv noch da und kann uns hier die Plays am Ende noch zeigen. Ich bin mal gespannt, wenn ihr im Chat vielleicht einen Favoriten habt und die zwei auch schon kennt, haut ihn doch gerne mal rein, weil eure Meinungen sind uns hier verdammt wichtig. Vielleicht kennt ihr die ein oder anderen Jungs, dann können wir darauf ebenfalls ein bisschen eingehen. So, Team Aufschlug versucht hier mit einem Save zu Grobi. Die Grobi kann ihn vielleicht nochmal verlängern, fliegt hinterher. Aber Metzi Moon hat das Ganze schon von hinten gesehen, setzt sich hier nochmal mit durch. Bringt ihn nochmal zu Emala, der vielleicht nochmal den Rebound in die Mitte bekommt. Nein. XD ist da. Aber hier ein kurzer Winkel, schöner Schussversuch. Fast in den oberen Corner rein. Also Uni eSports Dortmund ist hier wieder am Drücker. Und das war nicht schlecht, aber der geht in den Innenbereich der Latte. Das war knapp. Also jetzt muss man aber aufpassen. Hier der Konter läuft schon wieder stark an, kann aber gut abgewehrt werden. Also den im Rückwärtsgang quasi noch mit saven. Aber dabei ist noch nicht gesichert. Er springt schon wieder in die Mitte. Und Mixi setzt hier schon wieder einen in die Mitte fies übers Tor an. Kann aber gut geklärt werden hier von Dortmund. Oh, die Demo da war sehr, sehr gefährlich. Hätte man den Ball kontrollieren können, wäre das ein 2:3 gewesen. Mitty ist aber wieder da. Kleiner Absprachfehler da unten auf dem Bound. Der wird aber nochmal gefährlich sein. Bringt ihn jetzt sehr, sehr weit nach hinten, Imala. Ich bin gespannt, wie die Jungs jetzt hier nochmal reagieren können. Bisher ist es auch wieder, wie wir vom vorherigen Game vielleicht auch schon mal ein bisschen gesehen haben, wieder 0-0 im zweiten. Also die Jungs kennen sich jetzt einen Ticken besser. Bisschen weniger viel, aber das war ein ganz grober Schlitzer. Aber da war ein Schlitzer direkt danach nochmal. Also das offene Tor, ich sage immer so schön, der Gommes. So Dinger muss man dann auch treffen. Nichtsdestotrotz ist natürlich für beide Seiten glücklicherweise nichts passiert. Also weder ein Gegentor noch
Ja, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Solche Dinger darf man eben nicht verfehlen. Nichtsdestotrotz immer noch ein 0-0. Wir haben noch nicht mal die Hälfte gespielt. Ja, wir hatten vorhin auf jeden Fall auch schon so ein spannendes Spiel, wo 20 Sekunden vor Ende dann noch ein Tor gefallen ist. Mal gespannt, wie es hier aussieht. Definitiv. Und Uni eSports Dortmund hat sich ja eben relativ klar durchsetzen können. Aber jetzt hier wird es verdammt gefährlich. Emala steht aber sehr, sehr gut da. Und damit hat Steffmann nicht den Ball nach oben bringen können, sondern direkt auf den Mann geschossen. Na, das war ja nochmal eine knappe Situation. Oh, jetzt kann man hier aber noch was aufsetzen. Der Fake das Ganze und der Fake funktioniert. Aber Emala ist da und kriegt es fast noch kurz vor der Linie abgesaved für Uni eSports Dortmund. Team Aufschlug ist also jetzt hier weiterhin dran und will natürlich das zweite Game für sich entscheiden, um das dritte Game natürlich im Gesamtsieg für sich zu. Ja, jetzt Mixi kann hier aufdrehen. Ich glaube, er hatte gar nicht mal so viel Boost. Team Aufschlug ist hier jetzt eben am Drücker. Und mal sehen, kommt jetzt der Pass hier in die Mitte? Nicht ganz durch, denn der Clear war auch wieder da. Aber der Ball wird gefährlich an den Pfosten. Eben glücklicherweise nur an den Pfosten. Aber hier passieren einige Faktoren, wo man sich denkt, hei, das Ding hätte auch schon reinsegeln können. Das sieht gut aus von Karitz, der das Ganze von oben runterklärt und da kommt der Remote. Nein, das war ein Fake. Und damit ist das 1 zu 0 gefallen für Uni eSports Dortmund, die hier durch Karitz, der sich da oben schön hochgeschraubt hat und Emala, der vielleicht einen Rebound versucht hat, aber einfach nur den Fake und konnte damit von Team Aufschlug komplett verwirren. Und damit war das Goal open. Sehr, sehr schön gemacht von Uni eSports Dortmund. Und sie führen hier mit 1 zu 0. Das erste Game konnten sich auch schon für sich entscheiden. Also Team Aufschlug muss jetzt nach vorne gehen. Ja, hier jetzt der Bump, um eben die Vorwärtsbewegung zu unterbrechen. Das machen die Stefan. Teams auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ja, müssen sie auch, weil hier sind beide Teams auf so einem hohen Niveau, die eben auch schnell die Fehler ausnutzen können, auch wenn mal ein Open Goal gerne mal gemisst wird. Aber das soll natürlich nicht das Problem sein. Man kann nämlich auch schöne Goals aufsetzen, wie wir es eben gesehen haben. Jetzt mal mit der Möglichkeit. Vielleicht mit dem Rebound da hoch, aber Grobi kriegt den gut gesaved. Steffmann ist schon unterwegs und Matti, Mix City kriegt es nicht hin. Metzi Moon kann hier nochmal clearen für Uni eSports Dortmund, die auch zu zweit hinten im Tor stehen und somit passiert ihr erstmal weiter nichts. Mixt die jetzt mit der Möglichkeit. Kriegt ihn nochmal durchgesetzt. Stefan ist in der Mitte und uiuiui. Emala schafft hier nochmal wieder einen guten Save, der hier eine Glanzparade nach der anderen rausholt für Uni eSports Dortmund, die jetzt wirklich im Türchen kuscheln, damit hier bloß nichts mehr passiert. Sie wollen den Gesamtsieg 2-0 rausholen. Team Aufschlug hat noch danach knapp 20 Sekunden Zeit, um sich hier ein Türchen zu holen. Da ist der Schussversuch, wo beide committen. Keiner kann hier follow-upen. Das Tor war an der Stelle frei. Also das wird eng. 1 zu 0 weiterhin. 14 Sekunden. Nochmal alles geben, Team Aufschlug. Ihr wollt hier rankommen. Und die Demo ist da und es funktioniert. Letzten 10 Sekunden sind hier auf der Ampel. Mixti schafft es hier durch das Durchsetzen von Steffmann, der da einfach nicht aufgegeben hat, den Ball rüber zu bringen. Wollte wahrscheinlich erst kurz für die kleine Demo gehen, hat nicht ganz funktioniert. Und damit konnte Mixti sich aber durchsetzen und ein 1 zu 1 für Team Aufschlug rausholen. Also eventuell geht es hier in die Overtime, aber 10 Sekunden haben wir noch. Kick-off-Goals sehen wir auch ganz oft bei Rocket League. Emala will da wohl den Ball nicht nach oben bringen, aber Karitz ebenfalls. Jetzt hat man die Möglichkeit nochmal. Team Aufschlug mit dem Aufschwung kriegt es aber nicht hin. Die lassen den droppen, ab geht's in die Overtime. 1 zu 1. Naja, Uni eSports Dortmund ist natürlich hier mit mentalen Drücker dabei. Team Aufschlug muss hier das Golden Goal machen. Und sie versuchen es durch die Mitte. Steffmann lässt sich aber nicht irritieren. Hier auch stabil direkt unterbunden, da den Konter zu fangen. Also Krobi ist auf jeden Fall sehr gut positioniert gewesen. Mixti macht hier den Clear, ist ein bisschen schlecht abgesprochen vielleicht. Nichtsdestotrotz kriegt man doch den Clear jetzt durch. Hier ein 2 gegen 1, aber man orientiert sich hier schon wieder rein. Damit null Boost hat Mixi da einen schönen Schuss trotzdem noch rausgeholt, obwohl auch hier Uni eSports Dortmund komplett wieder im Türchen gekuschelt hat. Karitz mit dem Safe und der war aber gut nochmal gelesen von Swizzy. Jetzt ist aber hier definitiv gerade Team Aufschlug mit der Vorwärtsbewegung etwas stärker dabei. Also die haben das Goal jetzt hier für die mentale Stärke mitnehmen können und der kommt nochmal gefährlich. Kann da oben Clear gemacht werden? Nein, Double Commit von der Wall. Steffmann ist schon wieder da. Jetzt muss man aufpassen von Seiten Uni eSports Dortmund. Eventuell wird das Boost-Management auch hier wieder eine entscheidende Rolle spielen. Der war aber gut gesehen von Emala, konnte hier Schwerwiegendes verhindern.
Jaritz, Mixi, Metzi, Moon. Also hier geht der Ball gar nicht mehr auf den Boden, weil das Spiel so schnell geworden ist. Aber ihr seht, so langsam wird es wahrscheinlich auch hier, okay, mit einer Demo gelöst, damit man einfach mal ein bisschen mehr Platz gewinnen kann für Uni eSports Dortmund, die natürlich auch sehr schnell umschalten können. Karitz, der da eben sehr stark in der Luft unterwegs ist. Imala jetzt nochmal mit der Möglichkeit, 50 durchsetzen können. Und jetzt ein schöner Pass in die Mitte, das wär's, weil Metzi Moon ist schon durchgesegelt. Oh, da kommt der Longshot. Das war nicht verkehrt. Und Team Aufschlug hat hier das 2:1 sich rausnehmen können. Vom eigenen, ja, Corner im Endeffekt. Einmal rüber, langer Shot, da kam keiner mehr dran. Beide segeln gerade noch so hinterher. Und damit hat Team Aufschlug das 1:1 für sich noch erkämpfen können. Meine Güte, ab geht's ins dritte Game. GG, macht es hier uns echt nicht einfach. Und wir sind nicht mal im Final. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Also Uni eSports Dortmund lässt sich hier gerade auf den letzten Sekündchen nochmal den Gesamtsieg, ja, von der Schippe nehmen, so ungefähr. Team Aufschlug hat sich ordentlich reingekämpft. Super saubere Performance nochmal. Gerade in der Overtime gar keinen Platz gelassen für Uni eSports Dortmund. Ja, und die Teams brauchen anscheinend gar keine Verschnaufspause. Also hier geht's direkt wieder weiter in das entscheidende letzte Matchball-Game. Auch nach der Overtime, wenn das Ganze jetzt ein bisschen länger ging. Starten wir jetzt quasi schon rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich jetzt hier den Gesamtsieg holen kann. Ab geht's. Spiel 3 von 3. Team Aufschlug gegen Uni eSports Dortmund. Ein Spiel auf jeden Fall auf Augenhöhe. Definitiv. Auch wenn wir sagen, also ich musste, das erste Spiel wurde schon gut dominiert von Dortmund, aber Team Aufschlug hat hier eben nochmal den Knotenpunkt gefunden, auch wenn es sehr, sehr knapp in der Overtime war, hier auf jeden Fall nochmal, ja, Anschluss zu finden. Und ja, so kann man natürlich auch ein Best of Three gewinnen, indem man jetzt eben hier beim dritten jetzt nochmal ordentlich Gas gibt und den Win sich noch schnappt. Ja, vor allem gerade Uni eSports Dortmund wurde so ein bisschen, glaube ich, aus ihrer eigenen Rotation rausgenommen. Und dann standen sie dauerhaft hinten in der Defense und Team Aufschlug konnte das hier relativ gut ausnutzen. Aber auch hier sehen wir schon wieder, das knüpft an die Overtime ran. Also schnelle Spiele, der Ball soll hier nicht droppen. Der wird von einem zum anderen kommen. Und das Tor ist open. Uiuiuiui, Team Aufschlug macht hier weiter Druck. 1:0 im dritten Game. Die drehen hier komplett nochmal auf. Und Mixty holt sich hier das erste Gültchen, wollte ich schon sagen, raus und Uni eSports Dortmund muss sich in der Rotation wieder finden, weil die Defense hinten, wir sehen zu oft einen Open Goal da. Aber jetzt mit der Möglichkeit, Imala ist in der Luft, da ist er schön geklärt, Metzen kann vielleicht nochmal den Redirect nehmen, nein, Team Aufschlug kriegt das hier nochmal kontrolliert. Karitz mit dem Schussversuch und der Pinch ist fast durchgegangen von den beiden. Der hätte nochmal gefährlich werden können. Imala nochmal schön den kleinen Pop gemacht. Kriegt aber nicht viel mehr raus. Metzi Moon nochmal. Auch ein schöner 50 hindurchgesetzt, aber Mixi ist schon da. Jetzt nochmal hier mit dem kleinen Schussversuch, vielleicht mit dem Double Touch, der aber nicht ganz funktioniert. Aber Metzi Moon ist auch oben und auch er misst. Spielt da vielleicht schon ein bisschen Nervosität mit rein, weil sie eben jetzt doch 1:0 hinten liegen. Bisschen fokussieren, Uni eSports Dortmund. Ihr werdet da definitiv nochmal rankommen. Aber das war sehr, sehr schön gemacht. Ein super geiler Pass von Steffmann, der über den Corner das Ganze hier rüber kriegt. Natürlich ein bisschen unlucky von Karitz, der da von Grobi, ja, ein bisschen unter Druck gesetzt worden ist. Und somit konnte Mixi hier schön reinsegeln und macht das 2:0 für Teamaufschlug. Damit wird es jetzt sehr, sehr eng. Also 1:1 steht zwischen den beiden. Wir befinden uns im letzten entscheidenden Game. Teamaufschlug hat hier den mentalen Boost mit dem 2:0 vorne. Ist aber alles möglich. 3 Minuten haben wir noch. Karitz will sich hier durchsetzen. Das ist der, der auf jeden Fall die Goals für Uni eSports Dortmund gerne mal aufsetzt. Oh, und das war, glaube ich, sehr, sehr unglücklich. Da hat Imala, ja, das Türchen schon fast geschenkt bekommen. Stefan bringt ihn einmal rüber. Imala bringt ihn nach vorne und, ja, was macht Mixi da? Der will wohl auch Tore schießen, wie er es eben schon gezeigt hat. Und damit steht es 2:1 für Team Aufschlug. Also, so einfach müsste es Uni eSports Dortmund natürlich nicht machen, wieder ranzukommen. Aber auch das kann natürlich passieren. Aber hier ist der Miss und Imala setzt sich nochmal durch. Aber diesmal ist Steffmann da und kriegt Schlimmeres verhindert. Metzi Moon
Oh, jetzt ist hier sogar ein Dreifach-Commit fast in der Mitte da gewesen. Da muss man extrem aufpassen von Team Aufschluck. Gut, auf der anderen Seite spricht das natürlich auch wieder für die Geschwindigkeit. Also gerade bei der Geschwindigkeit ist das sogar noch nicht mal so ein Problem, wenn man da einzeln zu dritt drauf geht, wenn man es eben danach gut trennen kann. Der Ball wird gefährlich aufs Tor, aber Imala muss hier auch Boost rein wasten, um da den Safe zu machen. Ein Bump ist auf jeden Fall im Tor von Grobi da. Und jetzt kommt zwar der Clear, aber der ist auch wieder direkt contested von Grobi. Jetzt mit der Möglichkeit nochmal Metzi Moon auch wieder mit wenig Boost für Uni Eastbourne Dortmund unterwegs. Aber jetzt nochmal mit der Möglichkeit. Emala setzt sich vielleicht durch, Grobi kann den Safe machen, wird aber ein bisschen angestupst da und Karitz hat jetzt ein bisschen Platz. Aber Mixti hat das schon gerochen und setzt die Vorwärtsbewegung für Team Aufschluck wieder in Bewegung. Muss man ein bisschen aufpassen, kriegt da Grobi den Clear hin mit einem kleinen leichten Pinch, aber Metzi Moon ist da und da ist das Tor offen und Metzi Moon setzt sich so weit durch, holt den roten Reaper, den wir heute noch gar nicht gesehen haben, einmal aus dem Tor raus und damit ist Uni Esports Dortmund wieder reingekommen. 2-2, meine Fresse, das bleibt aber spannend, ey. Auf jeden Fall, das spiegelt sehr, sehr gut die ganze Begegnung wieder und ja, hast du den Winkel gesehen, also da so nachzusetzen, da gehört schon auch dann viel zu. Hier jetzt der Clear direkt von Steffman auf das freie Tor, aber Metzi Moon kann da eben auch gut hochsteigen und den Ball wieder zurückclearen. 2-2, also es wird eine wahrscheinlich sehr hektische letzte Phase hier. 1 Minute 20 noch auf der Uhr, das ist nicht viel Zeit. Ich glaube, in Overtime wollen sie beide nicht, weil das ist ein Nervenkitzel pur. Grobi jetzt nochmal mit der Möglichkeit, aber wird da von Karitz jeder durch das ganze Fieldfeld gebounced quasi, dass der da bloß nicht nach unten geht. Ja, der Ball kommt gefährlich in die Mitte, aber wird hier eben gefake-challenged. Und, spannend. Spannend. Tobi, fehlen die Worte. Das ist unser Ziel am heutigen Tage, dass wir dementsprechend den jungen Mann komplett zum Schwitzen kriegen. Und das sieht nicht verkehrt aus. 50 Sekunden, Karitz nochmal. Ja, mit der Möglichkeit, aber Steffmann ist deutlich höher und kriegt den nochmal von der Mitte rübergesetzt. Mixi war auch schon da, unser Goalgetter hier vom Team Aufschluck, der das Ganze fast wieder für sich entscheiden konnte. Hier jetzt auch wieder der Clear von Steffmann an den kurzen Pfosten quasi. Gefährliche Nummer da für Uni Esports Dortmund, die hier sich fast wieder nach vorne kämpfen mit dem 3-2. Grobi, jetzt aber eine Möglichkeit da. Mixi ist schon unterwegs, aber Karitz steht goldrichtig. Kriegt ihn auch nochmal gut mitgenommen. Emala startet auch schon durch links. Spielt in den Corner, kriegt ihn in die Mitte gesetzt. Steffmann kann ihn aber clearen. Der Timer läuft schon runter. Also es sieht hier schwer nach einer Overtime aus. Ja, noch nicht zu früh. Also der Ball ist noch jetzt ist er aber auf dem Boden. Also da muss man in der letzten Sekunde, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Definitiv. Man soll den Tag hier nicht schon mal abend loben, ne? Ganz schlimme Kiste. Emala ist aber ganz, ganz weit oben und setzt sich hier durch und der droppt gefährlich runter, aber Steffmann kann da nochmal das Ganze clearen. Tobi, hast du einen heimlichen Favoriten? Boah, ich hoffe ja ein bisschen auf Team Aufschluck, die gefühlt hier ein bisschen Underdog waren, also ja, Dortmund dann doch schon ein bisschen mehr aufgedreht am Anfang. Nichtsdestotrotz ist hier natürlich auch das... Wäre ein schönes Tor gewesen hier von Dortmund, aber wurde dann doch eben noch gut verteidigt, beziehungsweise ging leider gegen die Latte. Ja, es war nicht schlecht gemacht, weil die Dortmunder wissen hier gerade ihre Passplays gut auszusitzen und das war fast ein sehr, sehr schöner Redirect von Metzi Moon. Jetzt wird hier nochmal schwer gekämpft, Mixi setzt sich da durch. Steffmann ist auch schon da und jetzt muss man aufpassen da hinten, weil das Tor sieht nämlich ziemlich frei aus. Grobi ist in der Luft. Kriegt ihn aber nicht. Metzi Moon kann sich hier nochmal durchsetzen. Die Demo ist da. Hier spielt man kurz 2 gegen 3, was in der entscheidenden Phase natürlich viel ausmacht. Gut, war natürlich auch gut hier von einem Spieler von Team Aufschluck gemacht, den Ball dann direkt in die Ecke zu klären. Aber der Ball geht aufs Tor. Metzi Moon kann den Ball safen, geht aber zu 2 Team Aufschluck-Spielern, kann aber nicht genutzt werden. Steffmann geht wahrscheinlich nochmal in die Ecke. Kein Ball in die Mitte in diesem Zeitpunkt. Oh, aber jetzt muss man in der Rotation aufpassen, weil Mixi ist nämlich deutlich schneller als die anderen zwei von Uni Esports Dortmund. Aber kriegt sich hier nicht ganz durchgesetzt.
Also, die fahren alle mit sehr, sehr wenig Boost, ne? Aber trotzdem ein unglaublich schnelles Spiel. Und das war ein gefährlicher Winkel. Und man hat schon gesehen, dass beide von Uni eSports oben sind. Und Mixi schon wieder mit dem Schuss. Der will das Ding hier für sich alleine schon fast regeln. Aber eben jetzt kommt die Antwort hier von Dortmund. Also, wir sind hier. Es ist ein Hin und Her. Es ist kein einseitiges Game, auf keinen Fall. Absolut nicht. Also hier schenken sich Teams definitiv nichts. Im ersten Game haben wir noch ganz andere Performance gesehen, wie wir es jetzt eben im zweiten und im dritten Game sehen, wo das hier von Minute zu Minute spannender wird. Klar, die Doppelcommits häufen sich vielleicht auch, aber weil das Spiel einfach so wahnsinnig schnell ist und man jetzt hier gar keinen Platz für den Gegner geben möchte. Ja, hier ein kleiner Fake, vielleicht in Two-Pass, aber kam leider nicht durch. Ja, jetzt schon wieder in die Mitte. Ein Ball gegen das Backboard, wird von Maxi Moon vielleicht nochmal in die Mitte gespielt. Nein, aber XT ist an der Seite da und kann den Ball clearen. Ah, der Bump kommt hier nicht ganz durch. Der Ball ist gefährlich. Kann er ihn hier nochmal hier oben mitnehmen? Weil da hinten ist nämlich schon Steffmann, der den gefährlich in die Mitte bringt. Und Grobi war oben. Aber der Double Commit rettet hier Uni eSports nochmal das Türchen. Ah, ein Redirect in die Mitte. Ah, hier klaut man sich gegenseitig den Ball. Das ist äußerst unglücklich. Und das Tor ist fast offen. Da muss man aufpassen. Der 50 und der Ball rollt langsam ins Tor. Maxi Moon schließt hier auf 3:2 das ganze Match ab. Und somit geht die Begegnung 2:1 aus. Meine Güte, Jungs, GG, beide Teams, wirklich well played bis zur letzten Sekunde. Ich glaube, das war ein Nervenkitzel, nicht nur für uns hier in der Caster-Kabine. GG an Uni eSports Dortmund, die sich hier nochmal 2:1 durchsetzen konnten. Sehr, sehr cleane Performance. Ja, in meinen Augen, auch was die Punkte hier angeht, die spiegeln gar nicht das wider, was die einzelnen Performance der Jungs gezeigt haben. Weil wir nämlich gerade durch Karitz, der sich hier immer sehr gut durchsetzen konnte von Uni eSports Dortmund, das ein oder andere Türchen aufgesetzt hat. Also, not bad. Richtig geil gespielt, Team Aufschlug. Schade an der Stelle, gut zurückgekommen im zweiten Game. Also, danke für diese geilen Performance. Auf jeden Fall. Also, wir haben hier so ein knappes Spiel gesehen, nachdem wir das erste Mal schon Cash Balls gegen Dresden gesehen haben, was so unglaublich knapp war. Sehen wir jetzt noch ein knapperes Spiel, was auf 2:1 ausgeht. Also, was ist das nur für ein Turnier? Auf das Upper Bracket freut man sich. Vielen Dank für die Follows auf jeden Fall, die ich gerade nebenbei höre. Ich habe jetzt leider nicht alle Namen mitbekommen. Ja, OG Bananen ist am Start. Geo99, Dragon Wings ebenfalls. Cool, dass ihr auch hier beim Turnier heute mal bei Echo eSports Koblenz einschaltet. Wir freuen uns natürlich über jedes neue Gesicht. Ja, und langsam kommen wir natürlich auch in die heißen Phasen hier rein. Wir werden gleich nochmal aus dem Loser Bracket was zeigen können. Wenn ihr das nochmal uns gönnt, guckt doch gerne mal auf dem Discord mit rein. Ansonsten, wir werden dementsprechend nochmal in eine kurze Pause gehen, einfach um uns den Nervenkitzel und die Verschnaufpause rauszuholen und zeigen euch dann gleich, wie das Ganze hier weitergeht. Bleibt fleißig dran. Bis gleich.